Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Raft Special Baumöglichkeiten in Raft. Heute sind wir mal wieder bei Maria auf einem Floß, aber Maria hat ganz, ganz neu angefangen und zwar in Schwer. Und dann würde ich auch sagen, lass uns einfach mal gucken, was sie da gebaut hat. Denn wie gesagt, in Schwer ist das, bis du erstmal irgendwie dir was Größeres bauen kannst, dann doch ganz schön schwierig. Denn die Haie, die machen dir ganz schön Ärger. Es kann ja vorkommen, dass sogar 2, 3 Haie da sind. Deswegen lass uns mal auf ihr Floß hüpfen und mal looky-looky machen, was sie da so gebaut hat. Wie hast du das gedacht? Weiß ich nicht, mal was anderes habe ich. Ja. Ist mal was anderes, habe ich gedacht. Ja, saugeil. Ja, vor allem, ne, also du, ich sehe ja schon gerade, ne, du hast einen großen Bereich noch hier unten, ne? Wo, was man jetzt schon gar nicht mehr kennt von uns, ne? Wo alles gleich im 2., 3. Stock stattfindet. Ja. Ich habe gedacht, ich will mal nicht erst auf dem ganz oben anfangen, also oder einen Keller wollte ich hier nicht haben. Ja. Mhm. Dann habe ich halt hier, meine Netze sind halt, ups, oder hier außen rum. Ja. Ne, und verstärkt. Mhm. Damit der Hai halt nicht knabbert. Aber das Tolle ist ja, du brauchst hier nicht mehr alles verstärken. Ja, das ist das Tolle, ja. Genau, du hast jetzt hier aber da, noch... Wo die Löcher sind. Genau. Ah ja. Ja, außenrum ist hier halt bloß, weil ich die Netze ja zu Anfang nicht gleich dran hatte. Das dauert ja eine Weile, ehe du die Masse dran hast, ne? Ja, ja. Ach, cool. Und gehen halt einmal komplett außenrum. Wie viele Haie hast du? Da. Im Moment eine. Und dann kille ich ihn auch nicht immer gleich, da muss ich wirklich mal Lust drauf haben, weil wenn ich dann zu kleinen Inseln oder so rüberschwimmen möchte, ja, habe ich es wenigstens einfacher. Okay. Mit nur einem, als wenn da jetzt 2 drin rumwuseln. Ja. Ach, cool. Ganz zu Anfang war es ja wirklich erst einer, dann 2, dann 3. Ja. Und dann hat sich es nachher so auf 2 ungefähr eingepegelt. Okay, cool. Hier vorne bei den Bären steht dann auch schön brav dran, willkommen. Das ist der offizielle Eingang. Ja, hier ist der offizielle Eingang, die Gartenpforte. Ah, sehr cool. Und dann hier gleich die Tikis. Ja. Sehr cool. Ja, die machen schon was her, gehen, ne? Als Deko. Ja. Mhm. Vor allem, du kannst ja 1,5 hoch, reicht ja nicht. Du musst ja wirklich 2 hoch machen, um die hinstellen zu können. Mhm. Obwohl, bei mir hat es ja geklappt, aber dann ist der halbe Tiki oben weg. Ne? Ach so, ja, gut, das sieht auch kacke aus. Ja. Ja, dann hatte ich hier oben, ist denn der Steuerstand? Ah. Klein, aber fein, reicht schon. Ja, cool. Ah, da ist auch da der Hai. Da kann ich dann gucken und dann. Ja. War schon da, ja? Ja. Hi. Hi, Happen. Ja. Ach, cool. Und dann, damit ich dann leicht rauskomme, halt hier mit so einer Schräge, weil wenn du ja bloß diese Schräge nur 1,5 hast, dann kommst du ja so beschissen raus. Mm. Das heißt also Fummelarbeit, wenn du jetzt aber hier wie so ein Dings hast, dann kommst du halt einfach raus. Flups. Ach so, okay. Ah. Aha. Kann aber halt auch die Seilrutsche nehmen, ne? Ja. Wenn ich jetzt Lust dazu habe. Genau. Ja. Dann habe ich hier dann gleich die Motoren. 5 Stück an der Zahl. Mhm. Auch schön versteckt. Ja. Ja, so hier sieht auch der Kraftstoff. Kein. Da ist bestimmt der ganze. Nee, da ist. Ah ja, für die. Ah, okay, gut. Aha. Mhm. Hier oben ist dann halt Honig. Honig drinne. Ja. Und in der anderen Seite sind Milch drinne. Wenn man mal nichts mehr hat, dann kannst du auch die Milch nehmen für den Treibstoff. Mhm. Einmal kriegst du ja wieder. Ja. Das ist natürlich cool, praktisch, ne? Ja. Sehr gut. Ja, das ist ein kurzer Weg, ne? Steuerstand hier runtergerutscht, Anker, Motoren aus. Ja. Ja. Mhm. Das passt schon ganz gut, denn ist ja hier vorne gleich die Imkerei. Genau. Kann ich dann einmal zack lang gehen und dann ist gut. Ja, cool. Und ich finde das immer so schön, wenn das jetzt das Boot jetzt so durch den Seegang so wackelt. Ja. Kommt hier das Wasser immer so schön hoch. Das sieht so schick aus. Ja, ja. Ja, du hast auch diesmal nicht erhöht gebaut, ne? Mm-mm. Ich habe es wirklich alles unten gelassen. Und das funktioniert aber trotzdem. Ja. Das sieht sehr echt. Kannst du mal wegnehmen und. Sehr gut aus. So, pass mal auf, damit es hell wird, können wir auch mal schlafen gehen. Ja. So im Dunkeln ist auch immer doof, ne? Nee. Rechts ist das Gästezimmer. Das Gästezimmer?
Ja. Alter, oh, wie cool. Was ist denn im Schrank? Ah, Kassetten und Blumen. Oh, wie süß, wie kuschelig. Das ist ja geil. Du kannst die Pflanzen alleine hermachen, die Bilder, gell? Ah, du Ja. kannst sogar auf dem Schrank, stimmt. Ach, wie cool. Ja. Ja, cool. Mega. Das Gästezimmer. Und das ist deins. Hier Das mit ist Tisch. meins. Überlebenstage 225. Okay. Ja, cool. Guck dir das Meins darf ein an. bisschen größer sein, habe ich gedacht. Ja. Chef. Ja, genau. Ja, da soll Sehr eigentlich cool. noch ein Roboter hin, aber den habe ich. Ich habe gestern gebuddelt wie so ein Tresore gehabt, Alukoffer. Ich habe gedacht, Mensch, heute hast du mal einen Lauf. Aber alles war drinne. Kein einziger Roboter. Okay, aber du hast schon Roboter hier in Schwer? Nee, Auch noch hier in nicht. Schwer habe ich noch gar keinen. Das ist da. So, das war das, das war das. Genau. Okay. Hier kannst du zum Beispiel auch raus und dann kann ich von hier auch rüber zum Steuerstand. Ach, das klappt Und auch. sogar, ja, kann sogar. Wieso geht denn das jetzt nicht? Achso, es war die verkehrte Seilrutsche. Moment. Ach, Wieder. stimmt, das ist die. Ich Ja, komme sogar Mann. durch die halbe Wand durch. Nein. Ja, also durch diese. Ach, wie lustig. Ach, wie cool. Ja, das ist gut. Das gefällt mir ja auch. Das war mir letztens so aufgefallen. Ich denke, Ach, hä? Und das ist genauso ja kann ich dann lustig. halt von hier eben Ja, runter. runter. Oh, Oder das halt auch ist. darüber, wenn ich will, ne? Das finde ich ja gut. Dass man sich gar keinen Eingang machen muss, sondern einfach nur eine Nee. halbe Wand genügt, ja. Ich hatte da erst eine Tür reingemacht, weil ich dachte, du brauchst eine Tür. Aber hä, brauche ich gar nicht. Eine Fensterwand reicht auch. Ja, Ist mir saugeil. dann erst später aufgefallen. Ja, dann ist halt hier mein kleines, aber feines Lager mit Schmelze. Ja. Ich habe mir hier halt gesagt, okay, ich will jetzt nicht kistenweise alles voll haben. Wenn du eine, Ja. maximal zwei Kisten hast, dann reicht das. Nee. Bei dem anderen habe ich mittlerweile sechs Kisten voll Schrott. Also, Obwohl halt auch in Schwer, da dauert es auch wirklich ein bisschen länger, bis du dann mal wirklich mehrere Kisten voll hättest, ne? Also. ja. Gerade Ton ist schwierig, also das ist so. Schrott, Schrott ist einfach. Schrott habe ich schon die zweite Kiste voll. Und das jetzt nach dem Update, ne? Ja. Ach so, falls du das noch nicht gesehen hast, guck mal da oben auf der Schränke, wo die hier sind, die Waben drinne. Da habe ich die Vogelnester drauf gesetzt. Ach cool, klappt das? Ja, ich musste bloß die Wand anders machen, weil sonst hatte ich die so wie hier an der Säule, dass ich zwei große Ach. Wände aufeinander hatte. Dann habe ich aber das Problem, wenn dann der Pfeil doch mal daneben geht, dass der genau in diese Lücke reinschießt. Wenn die jetzt aber dran geht, fliegst du weg, ne? Ja. Ja, okay, doch. Hm. Nicht, dass er dich jetzt überhaupt nicht mehr checkt, wenn sie da auf dem Schrank Nee, sitzt. nee. Aber dicht genug kannst du eigentlich gehen. Also ich kann eigentlich mal den Schrank auf und zu machen. Das funzt eigentlich. Ach, das ist ja auch wieder eine geile Geschichte. Da hast du ja die ganzen eigentlich platzsparend, ne? Hier so mit den Möwen. Schön, schön weggepackt. Ja, vor allen Dingen zwei reichen. Sind ja eh bloß zwei Möwen. So habe ich es halt immer im Auge, ne? Bloß halt, Sau ich musste halt lustig. eine Wand und dann eine ganze Wand und dann wieder eine halbe Wand. Sonst geht halt, wie gesagt, der Pfeil daneben. Den Ja. kriege ich da nicht mehr raus. Ja. Ah, okay. Aber stört nicht. Ja. Ja, meine Erdbeeren an meiner Veranda hier. Da gehen die Möwen nicht dran. Da gehen die Möwen nicht dran. Warum? Da hat die ja auch Weil eine zwei Türen noch Decke. ab ist. Ja, die Decke stört ja gar nicht. Was hätte vielleicht sein können, dass sie wegen der Seilrutsche dran gehen, aber gehen sie auch nicht. Es ist halt weit genug weg. Es ist weit genug von dem Ach, Gebäude weg, da habe ich drauf ja. geachtet. Ja. Und dann gehen sie eigentlich nicht mehr dran. Ach, hör doch auf. Ja gut, vielleicht ist es jetzt, vielleicht ist es, weil du neu gestartet hast nach dem Update, das ist vielleicht jetzt die Änderung, die sie gesagt hatten, dass die Möwen jetzt halt keinen Ärger mehr machen, ne? Vielleicht geht dieser Bug Aber dadurch bei mir halt nicht weg, ne? wir hatten, wie du ja nachher sehen wirst, na, das kann ich dir nachher sagen, weil wir nachher, also Monika kommt nachher dazu. Ja.
Dann können wir die anderen noch gucken. Wir fahren heute Abend einkaufen. Okay, cool. ich muss zwischendrin bloß einmal Mittag für den Mann machen. Schnell ein paar Pommes im Ofen. Ja, Mann. Nee, aber dann kann ich dir jetzt sagen, dass die gehen da trotzdem noch bei. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Dingspflanzen hier jetzt, hier die ich hier habe, Ja. dicht genug hier dranhängen würde, dann würden sie da auch bei gehen. Hey, das ist aber komisch, ne? Also hier gehen sie nicht bei. Und wenn du da drauf landest auf der Seilrutsche, das habe ich ja schon gemerkt, wenn du auf einmal, dann aktivierst du irgendwie was und in dem Moment gehen bei mir die Möwen wieder dran. Ich versuche immer nicht mehr auf der Imkerei zu landen. Ich stehe da Bei der auch oben und nicht. angel. Ach, krass. Ja, aber trotzdem irgendwie weiß man jetzt nicht wirklich, woran das liegt, ne? Nee, also ich stehe da oben und angel, also da passiert auch nichts. Lustig. Ah ja, gut, okay. So, hier hast du noch ein paar Bananen. Ja, die müssen ja auch Aha. irgendwo stehen. Ja, Mann. Ich habe versucht, jede Baumsorte hier irgendwo hinzupflanzen. Aber wer weiß, was halt jetzt auch noch kommt, ne? Ja. Aber ich finde auch die Schränke, finde ich, hast du gut hier untergebracht. Weil viele sagen ja, die wäre so sperrig und nicht so schön, aber ich finde es Ich finde die gut. gerade schön. Also Ja. ich finde die gerade schön. Und du Ja. kannst sie überall so schön. Klar ist, du passt halt, kriegst halt nicht so viel rein. Ne? Ja. Und sie nehmen halt mehr Platz weg wie eine Kiste. Ja. Aber, also, oder ich könnte ja da jetzt vier Kisten normalerweise übereinander hängen. Aber mich stört das nicht. Also ich Ja. finde die schicker, als wenn ich da jetzt mir vier Kisten hinhänge. Ja. Sehr gut. Ja. Ne? Dann ist ja hier halt der, na, Flur halt, ne? Mein Klavier. Genau. Und dann ist hier nachher die Konzertsaal. Küche. Ja. Ne? Und auch hier die Schränke. Ich habe hier oben nochmal Kisten hingemacht, weil ich so dachte, naja, wenn du bloß eine Reihe von allem hast, ist ein bisschen blöd. Mach dir mal da oben noch Reservekisten hin. Ja. Weil sonst habe ich halt immer bloß eine Reihe Geflügel, eine Reihe Hai, was weiß ich, Fisch. Ah ja, okay. Ne? Ach cool. Ja, aber reicht doch auch, ne? Ja, für den Fall der Fälle ist halt Ja. da oben noch. Ja, genau. Ja, cool. Dann kann ich hier kochen. Hier Ja. hinten kann ich mir Wasser holen. Aha. Okay. Ach, das ist ja lustig. Ist schön versteckt. Das gefällt mir. Falls nachher noch der Mixer kommen sollte, werde ich wahrscheinlich den Tank hier rüber versetzen, dass ich dann von hier Wasser hole und da dann halt den Mixer hinstellen. Ja. Ah, das ist ja eine gute Idee. Weißt du, man hat manchmal so, also man weiß ja auch nicht, dass das jetzt mit den halben Wänden so gut funktioniert, weißt du, auch jetzt mit der Seilrutsche oder so. Aber das ist ja interessant. Das muss man sich ja mal merken. Hoffentlich bleibt es auch so. Das ist ja cool. Eigentlich versteckt und Sonst. trotzdem offen, ne? Ja, eben. Ja, So, und ich fahre mal sehr was zum cool. Futtern, sonst. Hier ist denn der Futterschrank. Was nehmen wir denn heute? Ja, da habe ich dann was zu essen drin. Ja. Links kommt dann nachher so Grillzeug und Milch ist, glaube ich, drin. Ja. Ja, sehr cool. Mega. Ja, oben war es ja schon. Wir Ja. waren ja schon schlafen. Ja, hier ist dann halt das Tiergehege. Die Batterie ist alle. Zebra-Lama. Ja, mir fehlen aber noch das weiße Huhn. Das Nee, rote. das weiße, das rote Huhn meine ich und das die weiße Ziege. Die fehlen Ach beide stimmt, leider noch. da hinten ist der. Ah, da hast du sogar zwei von den Vögeln. Das, der rote, ja, genau. Der rote fehlt und die weiße Ziege. Graue Ziege hatte ich gestern wieder gefunden, aber ich will nicht so viele Tiere hier drauf haben. Eigentlich wollte ich bloß so von jeder Farbe eins haben, eigentlich. Ja. Ja, vor allem, weil sie halt im Moment auch nicht sterben können, ne? Ja, und von den Kann ja Lamas nichts habe ich passieren. halt jede Farbe eins, jede Größe eins. Ja. Ne, das, Sehr was schön. da gerade Ja. durchrennt, das ist dieses ganz, ganz kleine. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Das ganz kleine da hinten ist dann die Nummer größer. Das Zebra ist dann das normale und das andere ist dann wieder das riesengroße. Ja, das ist Balboa, die habe ich auf Balboa gefunden. Okay, und jetzt hast du das hier Da kannst du durchkriechen. auch verbunden miteinander und da hinten ist dann, Der ne? Reiniger. Komme ich hier wieder raus? Ja, du musst auf das Rohr springen. Komme ich hier wieder raus? Also ja.
So, Oh, warte. Gott sei Dank. Jetzt wäre ich für immer hier unten gewesen. So, und okay, und hier hinten sind die Reiniger. Ja, cool. Oh, die sind auch alle. Unmöglich, hier ist alles leer. Das ist ja auch mal eine interessante Geschichte. Einfach mal das Floß auf der unteren Ebene einfach mal lassen. Das ist doch auch mal was hier. Man muss halt halb hoch machen, damit die ja die Tiere nicht Ja. wegschwimmen. Deswegen habe ich wenigstens die Tiere auf der Hälfte und so Ja. dann halt auch mein Haus, damit das ein bisschen verbunden ist. Ja. Sehr Und habe schön. dann halt hier unten mit halbe Wand denn gearbeitet, damit ich halt noch einen Boden reinmachen kann, ne? Ja. Und dann halt das Rohr unten lang, dann sieht es auch keine Sau. Ja. Und dieser Sehr Stutzen gut. hier, der hier hinten rausguckt, das stört mich ehrlich gesagt nicht. Sehr, sehr gut, ja. Da hast du einmal von der Seite, einmal von der Seite die Sprinkler und Genau, fertig. und das reicht. Ja. Sehr cool. Drumherum ein Hat's. bisschen Wald. Genau. Cool. In der Hoffnung, dass es ein bisschen schützt. Ja, hier habe ich dann meine Batterieladestation. Mit dem Schrank dann halt, hier sind die Batterien drin und ein Ja. bisschen Kraftstoff. Ja. Und dann kann ich hier runter und ist dann Ah ja, okay. der Treibstofftank und halt der Wassertank. Ja. Ach cool. Alter, was ist denn hier los? Also du hast Ich muss einmal die Wassertanks nur für die Sprinkler und dann hast du hier einmal die Wassertanks, um selber. Ich habe für die Tiere gar keinen Wassertank. Ich habe für die Tiere bloß die Ah ja, Reiniger. genau. Und habe halt Und hier das den ist Wassertank dann noch für mich genau, zum nur Trinken. für dich zum Trinken, genau. Genau. Ja. Ah. Ja, cool. Siehst du außen irgendwie alles hingestellt, das dann irgendwie so ein bisschen versteckt, in der Mitte wohnst du dann? Genau. Cool. Mega. Gefällt mir. Wie immer. Und ich dachte, so ist das mal was anderes. Ich wollte so ein Haus haben mit so einem Gedöns so da ringsrum und Na cool. doch, das fand ich ganz gut. Ja, es ist trotzdem groß, aber es ist dann irgendwie dann doch so kuschelig und kompakt irgendwie, ne? Also Ja. es ist nicht zu groß, aber es ist dann doch ganz schön groß geworden irgendwie, ne? Also Ja. ich bin jetzt noch mal gespannt, wie das von außen wirkt. Aber krass. Richtig cool. Und wie gesagt, du brauchst ja, also du hast ja dann doch eine ganz schöne Fläche, wenn du, was hast du gesagt, 5 Motoren hast, Fünf ne? Ja. Motoren. Ich glaube, ich war bei was Wahnsinn. sind das? Irgendwann was in der 20er, glaube ich, bin ich. Ach, guck mal, sogar hier, das ist versteckt. Das finde ich Was denn? cool. Ja, hier den Kraftstofftank. Ist hier mit Ach so, den, ja. 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 Ja, den einen siehst du durch den Schrank nicht Interessant. und den anderen durch Motor nicht, ne? Ja. Sehr cool. Mega. Aber ich vergesse immer Kraftstoff zu machen. Das ist. Ach ja, okay. Ja, ich vergesse das immer. Okay. Irgendwann habe ich dann mal wieder so eine Phase, wo ich dann ein bisschen mache und dann. Ja, kriegst ja auch im Grunde genug, ne? Von Ja. Holz und keine Ahnung was. Ja. Holz sammle ich schon immer gar nicht mehr so wirklich. Wird schon immer wieder Sehr cool. weggehuscht. Ja. Ja, dann lass uns mal pennen, dass ich mir mal das Genau. von außen angucken kann. Das hell wird. Ja, Kannst wieder ins ja. Gästezimmer gehen. Ja, Mann. Ist das schön, ey. Krass. So, dann gucken wir mal, ne? Aber wie du schon sagst, ne? Also es ist nicht mehr so schwer jetzt in schwierig. Also man schafft das Nee. jetzt auch alleine, ne? Ja, gab schon Momente, wo ich dann auch mal gestorben bin, so ist es nicht. Ja. Aber irgendwie waren das aber auch alles so eine Sachen. Entweder war ich in der Höhle gewesen und der blöde Vogel ist durch die Höhle geflogen, zum Beispiel. Oder man sollte nicht zwei Spiele gleichzeitig spielen. Also Sternschnuppennacht in AC und Raft in Schwer ist nicht gerade so eine gute Idee. Das ist schwierig, glaube ich.
Ne, durch Sonne Sachen waren das dann eher so, Ja. Ach, dass ich cool. dann da gestorben bin. Ja. Ja. Ja, Ah, jetzt kommt cool. Wellengang, ne? Herrlich. Ja. Krass. Ja, und ich wollte halt, wie gesagt, mal nicht, ich wollte mal nicht erst in der ersten Etage anfangen. Ja. Ja, vor allem sowieso musst du in Schwer erstmal gucken, wie du baust und so und wie weit du kommst und so weiter, ne? Und Ich habe so. mir das alles wieder in kreativ vorgebaut, ehrlich gesagt. Echt? Ach, hör auf. Ja. Einmal vorgebaut, um zu gucken, wie das denn so hinhaut, damit ich auch die Maße weiß Ja. und so dann halt nachher angefangen zu bauen, ne? Ja. Zwei Seiten verstärkt angefangen, sodass der Hai halt bloß noch an zwei Seiten knabbern kann und nicht mehr an alle vier. Ja. Weil wenn du das gleich mit alle vier machst, das kannst du vergessen. Also Ja. mit die drei Haie, da habe ich gedacht, die knabbern mir das ganze Floß auseinander. Hast eine Platte dran gebaut, war sie wieder ab. Also hattest du auch schon drei Haie gehabt, ne? Ja, gerade zu Mhm. Anfang. Da waren einmal drei Stück. Oh Und das nein. Schlimme ist, wenn du noch keinen Anker hast, einen Hai killst und den nicht aufsammeln kannst. Ja. Sehr cool. Ja, Bloß Mann. mit Farbe bin ich mir noch so ein bisschen unsicher. Ja, stimmt. Normalerweise streichst du ja immer Ja, viel. aber hier weiß ich nicht, ob ich das will. Ja. Ja, wie gesagt, es ist ja auch wieder durch die ganzen Blätter, es hat ja auch wieder Farbe. Es sieht irgendwie so natürlich aus, alles. Ja. Das Gehege hast du ja jetzt auch mit den Blättern gemacht. Und ich mache auch immer halbe Wände jetzt um die Tiergehege rum. Aha. Weil die sonst mit dem Einlocken immer mal über den Zaun glitschen. Ja. Über diesen normalen Viehzaun. Deswegen mache ich immer halbe Wände jetzt drumherum. Ja. Ja, vielleicht sollte ich das auch noch machen. Weil so, es sieht ja auch nicht schlimm aus oder so. Ne? Nee, ich meine gut nach der Seite nach innen. Da habe ich ja nur diesen Seilzaun. Aber da habe ich bis jetzt auch noch nicht gehabt, dass mir eins drüber geglitscht ist. Ja. Cool. Sehr, sehr cool. Mal wieder was ganz Neues. Und wie gesagt, Tag 200, was hat man gesagt? 25 oder was ich gerade gesagt? Ja. Also noch gar nicht so weit eigentlich gekommen, aber du hast es Fertig. eigentlich dann schon geschafft, ne? Ja, also ich buddel jetzt bloß noch für die restlichen Bilder und für eine Kassette brauche ich noch Ja. und die Roboter. Okay, das Das siehst du. andere ist alles fertig. Cool. Die ganzen Köpfe. Ja, der Eingang ist auch cool. Ja, Mann. Jetzt werde ich gleich angeknabbert. Ja, sehr schön. Hier mit dem Eingang hier. Wirst du gleich vorgewarnt. Ja. Ja. Wow, das war natürlich auch wieder ein krasses Floß, wieder ganz anders gebaut. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wie fandet ihr denn Marias Floß in Schwer? Wir sind sehr gespannt und freue mich auf die nächsten Raft-Special-Folgen. Bis dann!